Internationale Wochen gegen Rassismus 2021. Rassismus betrifft uns alle. Aber wir sind nicht alle gleichermaßen von Rassismus betroffen. Einige von uns sind täglich von Rassismus betroffen. Wir werden als anders bezeichnet und ausgegrenzt. Wir bekommen nicht die gleichen Rechte und unsere Stimmen werden nicht gehört. Wir werden diskriminiert und abgewertet. Wir werden beschimpft und bedroht. Wir werden angegriffen und getötet. Wir kämpfen täglich für unser Recht, wir selbst zu sein. Einige von uns sind nicht von Rassismus betroffen, aber es geht uns trotzdem etwas an. Es ist unser aller Aufgabe, gegen Rassismus einzustehen, indem wir Vorurteile nicht einfach annehmen, sondern sie hinterfragen, indem wir ausgrenzende Strukturen wahrnehmen und verändern, statt sie einfach zu akzeptieren, indem wir nicht wegsehen, wenn Menschen ungerecht behandelt werden, indem wir uns einmischen, wenn Menschen beschimpft werden, indem wir einschreiten, wenn Menschen bedroht oder angegriffen werden, indem wir solidarisch mit allen sind, die tagtäglich mit Rassismus konfrontiert werden. Rassismus hat eine lange und blutige Geschichte, besonders in Deutschland. Auch heute ist unsere Gesellschaft von Rassismus durchdrungen. In der Arbeit, auf dem Wohnungsmarkt, in der Schule, im öffentlichen Raum, in der Freizeit, auf Ämtern und in Behörden und in den Köpfen. Wenn wir nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, weil unser Name nicht deutsch klingt, wenn wir keine Wohnung bekommen, weil die Vermieterin lieber weiße Deutsche einziehen lässt, wenn wir Komplimente für unsere akzentfreie Aussprache bekommen, selbst wenn wir hier geboren sind, wenn wir nicht in Clubs gelassen werden, weil der Türsteher behauptet, wir passen nicht zum Style, wenn unsere Kinder grundlos schlechtere Noten bekommen, wenn uns Integrationsmaßnahmen angeboten werden, obwohl wir schon immer hier leben. Und wenn wir immer wieder in Schubladen gesteckt werden, statt als Einzelperson mit eigenem Charakter und Geschichte gesehen zu werden. Rassistische Parteien bekommen in Deutschland Zulauf. Sie finden Platz in Parlamenten und Talkshows und beeinflussen die öffentliche Meinung. Im Internet verbreiten sich rechte Hetze und Verschwörungserzählungen in Windeseile um die ganze Welt. Durch die Alltäglichkeit von rassistischen Kommentaren und Zuschreibungen sinkt die Hemmschwelle für rassistische Übergriffe und Gewalt. Wir akzeptieren nicht, dass einige von uns zu den anderen gemacht und abgewertet werden. Zusammen treten wir gegen Rassismus ein. Gegen den Rassismus in uns selbst und gegen den Rassismus um uns herum.